Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Internet. Das ist unser heutiger Gast im Neo Magazin Royal, Heinz Strunk. Er ist jetzt schon hier. Vielen Dank, Heinz. Dankeschön. Herzlichen Dank. Du bist auf großer Promotour zurzeit. Ja, na, so. Oder auf kleiner Promotour. Kleiner Promotour. In ausgewählten Clubs. Das ist dein 9. Buch. Ist das so? Du publizierst am laufenden Band. Du hast es richtig, ja. Du haust richtig einen nach dem anderen raus. Ja, die Lebenszeit wird knapp und dann muss man raushauen. Mehr dazu zu knapper Lebenszeit heute Abend. Wir haben ein tolles Spiel vorbereitet, was mega gut ankommt bei allen Beteiligten. Bei denjenigen, die spielen, bei denjenigen, die Kandidaten sind in diesem Spiel. Nur vielleicht ein kleiner Hinweis schon mal. Ich möchte noch nicht zu viel verraten. Sag mal, ist das Gegenstand deines Vertrages, dass du eine bestimmte Anzahl von Büchern raushauen musst? Oder hast du einfach diese Schaffenskraft, diesen unbändigen Drang, dass du einfach abliefern willst? Ja, schon. Wird auch schnell langweilig. Und Buchverträge sind generell so, dass sie immer nur von einem zum nächsten. Also das ist immer Perlenschlag. Und nebenbei publizierst du auch noch in Deutschlands erfolgreichstem Satiremagazin der Titanic, ja. Intimstandtulle seit 2 Jahren. Ich beliefere dich ja regelmäßig, jeden Monat kriege ich Jan von mir eine E-Mail mit der aktuellen Schatulle. Teilweise wirklich einen Monat, bevor die Titanic erst erscheint. Ja. Ich möchte dich darauf hinweisen, bitte die Leute, an die du das schickst, nicht in CC reinschreiben, sondern immer in BCC. Und die Dateianhänge sind meistens zu groß, 5 oder 6,6 Megabyte oder sowas, weil du immer die ganze PDF mit der Doppelseite, die schon gestaltet ist, dranhängst. Da kann man die Dateigröße verringern. Dann ist es einfach im Postfach? Ja. Oder ist das Absicht, dass du wirklich so eine große Datei, um auch so ein Statement ins Postfach reinzusetzen? Wahrscheinlich, ja. Wir überlassen das mal der Interpretation des Rezipienten. Du lieferst ordentlich ab, Heinz. Nach dem Auftritt heute fährst du wieder zurück nach Hamburg, wo du dich seit Jahren eigentlich wohlfühlst und auch nicht weg willst, ne? Ja, es ist auch so ein bisschen meinem Flegmatismus geschuldet, dass ich nicht so, ich bin das Gegenteil eines Weltenbummlers, muss man so formulieren. Wir sehen uns heute Abend in der Sendung, 22.20 Uhr sind wir ungefähr in ZDF Neo. Oder wann sind wir? 22.20 Uhr? Unregelmäßige Zeiten. Je nachdem, wie lustig Olli Welkes Sendung war, wird die mal ein bisschen verlängert oder verkürzt, dann verschieben wir uns ein bisschen. Um 20.15 Uhr in der Mediathek. Sie sollten die Sendung schnell gucken heute Abend, weil es kann sein, dass Bestandteile der Sendung eventuell relativ kurzfristig aus juristischen Gründen dann wieder abgeschaltet werden. Das hat mit dir nichts zu tun? Nee. Hast du noch Anschlusstermine eigentlich? Nee, was nix. Machst du jetzt in der Zeit zwischen der Sendung und diesem kleinen Ding, was wir jetzt hier aufzeichnen? Also wenn jetzt gleich das Internet ausgeht, heute Abend ist ja erst Sendung, was machst du da in Köln? Alkohol. Alkohol? Ja, ein Wort. Ja. Was am liebsten? Mischungen, Cocktails, Alkopops? Nee, ich im Moment, ich vermute mal, dass ich bei Wein bleibe. Weiß-Rot? Weißwein, ja, ja. Schorle, Weißweinschorle, ist das nee, ein Thema? Nee, das finde ich ekelhaft. Wirklich? Das ist eine wirklich ekelhafte Geschichte. Ich habe kürzlich angefangen mit Alsterwasser, sagt man in Norddeutschland. Ja. Gösser trinke ich. Es gibt auch andere Alstersorten, aber ich habe jetzt Biermischgetränke angefangen. Es dauert relativ lang, bis man ein bisschen betrunken ist nur. Aber diese angenehme Fröhlichkeit kannte ich vorher gar nicht. Hast du immer gesagt. Noch ein Thema, was wir jetzt nicht vertiefen müssen, aber bist du schon mal auf einem Kreuzfahrtschiff gewesen? Nee, habe ich tatsächlich. Ich würde es rein aus literarischen Motiven machen, aber das Buch, das Thema Kreuzfahrt ist schon so verwurstet worden. David Foster Wallace zum Beispiel und verschiedene andere. Und auch der Herbst hat das auch Christoph gemacht. Maria ja, Herbst. Ja, ja, schreckliches Buch. Und, da möchte ich in den Kanon noch mal einsteigen. Und ansonsten finde ich das, also ich glaube, unglaublich scheiße. Es gibt in einigen Mittel- und Kleinstädten in Deutschland das Amt des Stadtschreibers. Ja, ja, ich weiß. Wo man ja. sich bewerben kann ja, und super. Eingeladen wird. Ja. Das also auch nichts für dich. Stadtschreiber von Paderborn oder von Würselen oder einfach mal so ein Ja. Nee, aber das ist ganz gut für die relativ erfolglosen Literaten, weil die dann für ein Jahr haben sie dann Verpflegung und Kost und Logis frei. Also das ergibt Sinn. Und nur, weil mich das wirklich interessiert, weil ich selber mit dem Gedanken spiele, du bist ein erfahrener Literat, du haust Bücher raus, du bist ein erfolgreicher Autor. So sich einschließen ein halbes Jahr im Chateau Marmont in Los Angeles, um da mal den Lifestyle of the Rich and the Famous zu leben, um daraus dann was zu machen. Ist das ein Projekt, was dich reizen würde? Ja, müsste mir schon sehr geebnet werden, das Ganze. Und dann würde ich es vielleicht machen, aber ich glaube auch irgendwie so, nee, ach nee, weit doch nicht. Ich habe auch immer so viel zu tun in Hamburg, denn wir machen ja zum Beispiel gerade die Goldenen Handschuhe als Theaterstück. Mit Rocco und Jack Palminger ja, zusammen? Ja, und Charlie Hübner in der Hauptrolle und ach, so. Und, am Thalia Theater? Nee, am Deutschen Schauspielhaus. Oh. Und dann geht es mit Jürgen weiter. Mhm.
Und also das heißt, ich bin in Wahrheit gar nicht abkömmlich. Die Familienaufstellung bei Spotify hast du auch noch? Habe ich auch noch. Oh Mann, noch. Alter Heinz. Ja, ja, Burnout, ja. Vorsicht. Nee, habe ich nicht. Nein? Bin kein Burnout-Typ. Heute Abend lassen wir die Reifen durchdrehen im Neo-Magazin Royal. Hashtag der Woche lautet, woher kommen die Fliegen? Die Antwort auf diese Frage vielleicht auch heute Abend. Und viele Antworten auf Fragen, die Sie eigentlich gar nicht gestellt haben. Ebenfalls heute Abend in der Sendung zu Gast ist Heinz Strunk. Seien Sie mit dabei.